Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge Division. Ich habe das liebe Zockerrübchen anvisiert. Oh yeah. Hallo Rübchen. Yes. Ja. Und es geht weiter. Wir probieren uns heute mal an der Dark Zone. Tatsache. Genau. Ja. Genau. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir da machen können. Wir haben hier hinten haben wir noch einen kleinen Auftrag. Bevor wir in die Dark Zone gehen, können wir den noch einmal da den Kampf ausführen. Und der geht nämlich dann einmal hier rum. Ich hatte gerade schon Kampf. Ja, Queenie. Es war wieder sehr geil. Weißt du, wir wollen einmal so aus der Hütte raus, ja. Und ich sag dann, Queenie, wo bist du? Ja, ich bin schon draußen. Ich sag, was machst du denn da? Ja, ich bin schon am Kämpfen. Kommst da raus und dann so, ach, ich bin tot. Oh Mann. Oh, guck mal, hier aus dem Gulli dampft. Hallo, Wendy. Ein Dalmatiner, hallo. Oh, komm ja. Jetzt. Oh, wir haben doch keine Zeit. Ja, ich weiß. Dafür ist immer Zeit. Für Hunde ist immer Zeit. So, Tenderloin. Hey, Bedrohung ist Runden 1. Wo denn? Wo? Verkloppt der wieder jemanden? Ja, ich glaube fast. Oh, halt. Halt, stopp. Hier war der Auftrag. Halt, stopp! Ach, da. Ach, nee, komm, scheiß drauf. So, wo geht's denn jetzt in die Dark Zone rein? Ich glaube hier, ne? Ja, hier, genau. Hier? Hier müssten wir reinkommen. Tor benutzen. Mach ich doch mal. Oha. Dark Zone Händler. Stehen Sie da, ich hab, doch was nicht Sie so brauchen, rum. Sagt er. Okay. Fragen Sie nicht, wo es herkommt. Kommen wir mal eben hier. Der hat Schüssel. Also wir sollten da nichts kaufen, weil das ist Kacke. Okay. Wurde mir gesagt. Das werden Sie bedauern. Ja. Wir sollten lieber darauf warten, dass ein Wunder passiert und wir nicht sterben. Genau, da hat ein Wunder passiert. Wunder gibt es immer wieder. Nur im Nahbereich möglich. Ist ja gar nicht genau. Dunkel hier. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vier. Seien Sie vorsichtig in der Dark Zone, Agent. Immer. Wenn es noch abtrünnige Agenten gibt, dann gucken dort. Doch mal eben. Da, hier, da, rechts da. Von uns. Genau. Nein! Oh, ich drück wieder die falsche. Falsche Taste. Sehr geil. Oh, die sind alle lila, ne? Das ist auch sehr cool. Lassen wir mal eben rüberkommen. Und man hat mir gesagt, wir sollen weiter voneinander wegstehen. Okay. Sag doch mal schneller nach. Bauen sich die Schilder eigentlich wieder auf, ne? Hier in der Dark Zone? Nee, ich glaube nicht. Na. Okay, der ist hinüber. Der auch. Fehlt nur noch der da hinten. Okay. Irgendwas mit Helikopter und abholen lassen und so eine Scheiße müssen wir ja machen da, ne? Ja. Der hinten, der da hinten sitzt noch hinterm Auto. Der Spasselackenhansel.
Oder ist er jetzt mittlerweile tot? Ich gehe mal hin. Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Nee, da ist noch einer. Oh, das ist ein Gelber. Holy shit, okay. Okay. Oh, da kommen jetzt noch mehrere wieder gelaufen. Wo schießen die denn hin? Kämpfen die mit anderen oder was hier? Mit Mitspielern oder wie? Nicht. Oh, das sind mehrere Gelbe. Das sind vier Gelbe oder so, Rübchen. Ja, ich sehe sie. Holy shit. Oh fuck, von der anderen Seite auch noch. Shit. Die kommen auch von hinten, Rübchen. Ja. Ich seh's. Ah, wo häng ich denn jetzt? Ich muss mal weiter nach hinten, viel weiter nach hinten. Nein. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ein Agent aus ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Oh, scheiße. Komm, kannst du zu mir krabbeln? Na, ich war. Wo bist du denn? Ich bin ganz nach hinten wieder, damit ich die mich keinen vor mir hab. Ich war ja hier schon mitten im Geschehen. Ist jetzt nicht ohne die Dark Zone, ey. Ja, ich hänge hier. Ich liege hier im Schnee. Ich bin tot. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Oh. Ja, das ist tatsächlich nicht ohne. Ich glaube, da müssen wir wesentlich. Wesentlich gezielter. Und wir dürfen uns nicht so weit vorwagen. Ja, nee, ich wusste nicht, dass die dann von hinten kommen. Ich dachte, man, das sind ja auch alles Erfahrungswerte, ne, die man sammeln muss. Ja, klar. Ich dachte nicht, dass die von hinten noch kommen, ehrlich gesagt. Ja, was machst du da? Geh. Was denn mit meinen Schuhen passiert und meinem Fuß passiert? Ich habe mir die Füße gebrochen. Wie viele sind denn... Oh, was? Echt? Wie viele sind denn noch bei dir? Ja, hier sind noch ein paar irgendwie. Weil sonst würde ich mal versuchen, zu dir zu kommen. Ja, siehst du denn, wo ich liege? Nee, also noch nicht. Vor mir ist noch einer, der läuft jetzt zu mir. Also ich glaube, das ist nicht wirklich safe hier. Ich glaube, hier sind noch andere Spieler mit uns. Ja. Also ich liege hier hinten an so einem Free News Everyday Poller. Okay. Ja, Exo. Exo 312 ist hier. Meinst du, der killt mich, wenn er mich jetzt sieht? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. So, wo liegt. Sag mal, wenn ich bei dir bin. Ja, jetzt. Genau, hinter dem kleinen Auto, vor dem du stehst, da liege ich. Genau, du läufst jetzt genau auf mich zu. Ich kann dich nicht wiederbeleben, oder? Weiß ich nicht. Nee. Ne? Ne. Ich wüsste nicht wie. F. Zeig dir nichts an? Nein. Okay, dann mache ich mal Neustart. Checkpoint in 400 Metern. Gut. Jo, dann kannst du wahrscheinlich wieder. Gut, dann muss ich uns wieder hochkommen. Okay, dann gucke ich, dass ich nochmal zu dir komme. Wir waren ja noch nicht weit gelaufen. Da hinten bist du. Ja. Super. Keine Bedrohung gefunden. Ja, da sind so ein paar. Ich komme mal wieder zu dir.
Hauptmann! Tod! So. Okay, haben wir denn hier auch eine Karte drin, wo wir sehen können, was wir machen müssen? Nee, ne? Nee, doch, ich glaube in der nicht. Mitte ist ein Wahrzeichen, da können wir hin. Und da hinten blinkt was, Abholbereich. Ach so, im Abholbereich, da können wir, Bergung trifft in einer Minute ein, okay? Ja, dann lass uns da doch mal schnell hingehen, dann, weil ich glaube, wenn wir hier schon irgendwas, ich weiß nicht, ob man das aktiv sammeln muss oder ob man automatisch was hat. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Ja. Aber der war jetzt cool, der hat uns jetzt nicht erschossen. Ich glaube, man kann sich auch gegenseitig erschießen. Das fände ich jetzt nicht so geil. Warte, ich guck nochmal eben hier und scanne nochmal kurz. Keine Bedrohung. Wir können jetzt dann gleich hier hinten links. Ist das aufregend. Halt mal, halt mal, halt mal. Oh ja, hier ist wieder Schisse. Ja. Sollte mal meine Wurffähigkeit etwas trainieren. So, Drohung gefunden 2. Gibt es in der Dark Zone noch irgendwelche so Munikisten und so? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich war ja noch nie hier. Und ich bin jetzt echt mal super gespannt darauf, was es hier so gibt. Da hinten ist ein Pfeil angezeigt. Ja, ich komm mal eben mit. Siehst du den auch? Aber hier kommt wieder Schissel. Von hinten? Nee, von vorne. Aber die Lilanen gehen aber jetzt schneller runter, ne? Ja. Nicht feindselige Agent. Nachschublieferungen entdeckt. Lade Koordinaten hoch. Guck mal, hier hinten ist der Pfeil. Ich renne da mal eben hin. Wo der denn hingeht? Der geht nach oben. Oh, hier ist auch nochmal. Da hinten sind auch noch welche. Ach, da kommt ein Hubschrauber reingeflogen. Ja, aber wir müssen das, glaube ich, erstmal markieren, unseren Schissel. Ich glaube, der nimmt das nicht so mit. Okay. Genau, Bergung möglich. Ja, scheiße, da müssen wir jetzt schnell hin, wenn wir da was abgeben wollen. Oder meint der uns bergen? Ich weiß es nicht. Ab zu kapern, F halten, für Bergung anhängen. Ich mach mal F. Ich mach mal F. Y. Wieso? Y? Achso, ab zu kapern, okay. Ich kann nur Y machen. Wir können es jetzt an Bord holen. Ja, dann hast du vielleicht nichts aufgenommen. Ja. Das kann sein. 15 Sekunden. Ach cool, okay. Und das ist dann dieser Bergungspunkt. Das ist der Pfeil, ne? Mhm. Ah ja, okay. Oh, scheiße. Holy shit, das tat weh. Ach, da hinten ist noch einer. Abholung abgeschlossen. Ja, ich habe jetzt einen Keramikplattenpanzer gekriegt. Den scheine ich gerade eingesammelt zu haben. Also das ist, ich habe was Blaues vorhin eingesammelt, Rübchen, das war das. Also müssen wir jetzt auch immer schön einsammeln, falls hier mal was liegt. Wahrscheinlich war das bei dir gerade weg, weil du nochmal von vorne da gelaufen bist. Ah, da hinten habe ich jetzt auch was, was ich einsammeln kann. Okay. Das ist ja witzig. Hier habe ich jetzt auch was ich einsammeln kann. Ja, das ist cool. Und dann müssen wir gucken, wo der nächste Dingens ist, weil ich habe jetzt im Moment nichts. Aber dann könntest du gleich mal was anhängen. Die Dark Zone Nachschublieferung sichern. In 3 Minuten. 125 Meter. Wo ist sie denn?
Oh, da ist noch ein gelber. Da hinten. Welches Dark Zone? Was? Wir sind schon 7? Genau, in der. Dahin, wo du jetzt gerade läufst. Ein anderer Agent nimmt eine Nachschublieferung ein. Achtung, Abwurfstelle wurde von einem anderen Agenten besetzt. Ah, okay. Ah, okay. Nee, weg hier. Nahegelegene Nachschublieferung wird gerade eingenommen. Ach, und da kannst du dann gegen die kämpfen, oder was? Nachschublieferung von anderen Agenten eingenommen. Der hat gerade einen gelben Typen mit 3 Schüssen erledigt. Also ich glaube, wir sollten uns mit dem nicht anlegen. Gehen wir noch mal hier rum. Guck mal, wo ich gerade bin. Da hinten geht nämlich noch ein Pfeil hin. Geh doch mal da durch. Was war das denn? Bergung trifft ein. Gucken wir noch mal eben kurz. Keine Bedrohung gefunden. Hier hinten geht es noch mal rum. Guck mal eben, ob ich diese Weste auch jetzt noch schon anziehen kann. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß nicht, wo ich die dann abholen muss. Keine Ahnung. Was hatte ich denn bekommen? Ja, ich glaube, du kriegst das erst, wenn es rausgeflogen wurde. Aber ich konnte dir... Hose grün. Okay. Ja, ja. Das kriegst du erst, wenn du dann hier fertig bist. Genau. Wahrscheinlich, wenn du die Jagdzone wieder verlassen hast, ne? Hm. Aber hier gibt es gar keine Hose. Ja, du musst das... Und du musst das ausfliegen lassen. Dann kriegst du das. Ja, genau. Bedrohung 4. Da hinten vor uns wieder. Oh, 14 Mal daneben geschossen. Geil. Vergesst nicht, warum ihr hier seid. Ein Reiter auf den Kleinradius. Holen wir sie uns, Leute. Entschlägt sie nicht, wenn sie sich verstecken. Oh, der rennt jetzt aber ein bisschen sehr bedrohlich auf mich zu. Okay. Oh shit. Oh, hier kommen noch 3 weitere Agenten. Nachschublieferung nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Krass, ey. Die sind ja hier alle viel besser ausgerüstet, ne? Ja, die sind halt auch einfach höher im Level schon, ne? Ja? Ja. Und vielleicht haben die schon öfter mal Dark Zone gespielt. Ja, wir sind ja jetzt zum ersten Mal hier, ne? Ja, eben. Und es kann sein, dass die ein viel höheres Dark Zone Level haben. Ja, genau. Also ich bin jetzt 7. Nachschub ist nicht mehr. Ja, ich habe hier auch Schüssel gerade. Zu mir krabbeln? Oh, scheiße. Ich bin gleich... Ah, ich hänge. Ah, da bist du. Komm mal zu mir. Aber du kannst mich eh nicht wiederbeleben, glaube ich. Warum? Ja, doch. Vielleicht also, doch in der Zeit. Bin, wahrscheinlich ja, eben. Ich komme zu dir jetzt hier links neben dem Auto her. Ja. Genau, komm mal her. So, okay, die hängen irgendwo da hinten. Ja. Ist gleich soweit.
ist echt. Die haben auch viel bessere Turrets und so. Also ich glaube, die haben auch schon alle Flügel irgendwie ausge... ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie droppt hier nichts mehr. Da müssen wir jetzt, glaube ich, einfach kämpfen, bis cooler Scheiß droppt für uns, ne? Ja, für mich ist hier noch was gedroppt. Irgendwie eine Jeans oder was. Und hier habe ich noch was anderes. Ja, blau und lila wäre natürlich sehr interessant, ne? Wenn das mal droppen würde. Ja, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt so im ersten Take nicht erwarten unbedingt. Wa? Ja, blau hatte ich, lila aber nicht. Hm. Das war ja diese Weste, die ausgeflogen wurde. Deswegen konnte ich ja auch was anhängen. Wo gehen wir mal lang? Weiter hier rumgehen? Ja. Hier, weil der Pfeil, der führt da noch irgendwie hin. Oder es ist halt noch meine Markierung hier, die ich habe. Ja, ich glaube, das ist die Markierung. Ah, das ist die Markierung nach draußen, ja, genau. Okay, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal links hier, ne? Ja. Ich höre hier irgendwo Schießereien, aber mal hier durch. Ah, hier ist was. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Hast du den Filter? Ist der sicher? Ja, klar. Lass dich locker. Okay, der ist hinüber. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Okay, das ist, da sind schon andere, dann können wir eigentlich da vorne wieder raus, oder? Sollen wir da mitmachen? Dann können wir mal eben gucken gehen. Ich bin fast tot. Vielleicht sollte man doch in Deckung gehen. Warte. Danke. Scanne noch mal kurz. Ja. Kannst du so oft scannen, wie du willst? Oder ist da auch ein Cooldown? Okay. Das hat eine Abklingzeit, ja, ja. Aber die ist eigentlich ganz okay. Genauso wie mit dem, mit dem Heilteil habe ich auch eine Abklingzeit. Rübchen, sollen wir mal eben hier... Können da auch irgendwelche Kisten sein, wo geiler Schüssel drin ist? Weil warum sollte es nicht... Guck mal, hier ist zum Beispiel was. Nee, die kann man nicht sammeln. Ich frage mich das halt, ob man in der Dark Zone auch besseren Schüssel in so random Kisten findet, die irgendwo sind, weißt du? Ja, können wir mal gucken. Das weiß ich alles gar nicht. Ich bin da so unvorbereitet irgendwie. Hier hinten geht's wieder raus. 2000 EP, okay. Haben wir die Dark Zone jetzt verlassen? Nö. Nö. 3 Kilometer für Wasserversorgung. Okay. Müssen wir auch noch machen, oder was? Hoppala. Hier geht's runter in die U-Bahn. Okay. Wir haben 22 Minuten. Wir sollten mal eine kleine Pause machen. Ja. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir haben ja jetzt schon relativ spät. Und ich muss die Folge dann noch rendern, wenn ich die rausbringen will. Deswegen würde ich dann heute einfach mal ganz gerne hier ein Päuschen machen und die noch rendern, damit die dann für... Wann haben wir die Folge mal gebracht? Ja, morgen dann. Damit ich dann für die für morgen noch mal rausbringen kann. Ja. Oder aber, was haben wir gesagt? Freitag und... Montag und Mittwoch. Freitag, Montag, Mittwoch, okay. Damit die dann
Ja, oder sollen wir die dann für Montag bringen? Ne, wir haben gesagt, am Wochenende, ne? Ja, ich meine, das Rennen dann dauert jetzt noch Ewigkeiten. Also dann sagen wir, dann lass uns doch Montag sagen. Da können wir jetzt lieber noch eine aufnehmen. Ja, das Ding ist, ich muss die sowieso fertig machen, weil morgen Abend streame ich, da kann ich das nicht machen. Samstag bin ich nicht da und Sonntagabend streame ich auch wieder, da kann ich das auch nicht machen. Ach so. Also ich muss die jetzt in jedem Fall irgendwie heute Abend noch raushauen. Ja. Deswegen würde ich eher sagen, machen wir dann jetzt diese Folge für morgen, dann haben wir noch eine und dann können wir am Dienstag die Mega-Session aufnehmen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann haben wir da erstmal wieder was. Dann haben wir was zur Überbrückung noch was jetzt. Ja, das stimmt. Ich will nur noch die hier. Ach so, und dann sind wir auch noch am Start. Wo sind die draußen? Ja, hier so. Fisch. Oh, wo habe ich denn die Turret jetzt hingestellt? Ich Dummkopf. Hate is my name. Ich kann die doch auch irgendwie kaputt machen, ne? Jetzt rennen die auch noch die Treppe hoch, geht's noch? Was für ein Kackspaß, ey. Weg hier, Granate! Wir haben sie! Ihr Vögel, ihr Büßen! Dann mal los! Schießt weiter auf sie! Komm raus und kämpfe! Weiter so! Oh, ich komme jetzt von hier drin. Scheiße, das habe ich nicht erwartet. Das ist zu nah! Noch ein oder zwei Schüsse. Alter! Aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ich bin schon wieder am Arsch. Dankeschön. Schön. Oh fuck. Ich hole mehr Munition. Ah, der ist ziemlich weg. Man kann einfach nicht abmodden hier. Das ist. Nee. Oh, da ist einer, der braucht Hilfe. Warte mal. So, perfekt. Da hinten liegt noch was Blaues, was ich eben holen kann. Ja, aber dann musst du es auch noch anhängen, Rüfchen. An die Lieferung. Ja, ich weiß. Ja, der ist ja hier in der Nähe. Guck mal, du hast noch 8 Sekunden. Schaffst du das? Wo ist der denn? Hier um die Ecke. Man hört den. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber Bergung trifft ein. Ja, vielleicht kannst du es jetzt erst anhängen. Ist der denn Ankunft? Da ist er, genau. Zu kapern? Nee, nee, nicht kapern, dann erschießen die dich alle, weil die ihr Zeug ja dran gehängt haben. Kannst nicht dranhängen. What? Halte F, halte F. Ah, jetzt geht's. 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung. Nee, ich kann's nicht. What? Nö. 15 Sekunden. Ich kann es nicht dranhängen. Ich kann nur den Abzug kapern. Oh. Beute für Bergung anhängen. Geht nicht. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich keine Beute, die ich anhängen Doch, kann. Doch, wenn er dir das anzeigt, dann hast du auf jeden Fall Beute. Ja, aber er zeigt es mir. Er zeigt das F ausgegraut an. Ach so. keine Ahnung.
Warte mal, F8, ne? Ne, 8. Ich liebe es, so albern zu sein. Mit so. Es ist einfach nur großartig, ey. Hammer. Ist das großartig. Ja, sollen wir denn hier einen Cut machen? Ja, machen wir hier einen Cut. Perfekt. Würde ich sagen. Müssen wir aus der Dark Zone raus oder können wir uns einfach ausloggen? Oh, fuck, da hinten geht's schon wieder los. Das ist ja wieder super hier. Abmod genau. Ist einfach nicht möglich in The Division. In der Dark Zone ist es it's not möglich. Das ist Blei, mein Freund. Das ist Blei. Oh, da hängt was Blaues. Da ist was Blaues. Für mich gedroppt. Cool. Aber jetzt ist der Hubschrauber weg, ne? Ja. Wo ist Rübchen? Ich bin völlig verwirrt da. Okay. Hier laufen viel zu viele Agenten rum. Ja, das ist richtig krass hier, ey. Ja. Ja, Liebelein, lass uns mal. Ja. Lass uns mal kurz hier irgendwo einmal in die Ecke verziehen. Und lass uns mal einmal kurz gucken, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwie einmal. Ja, ich bin im Abholbereich, aber ich habe nichts dabei. Zu bergende, da, warte mal, ich guck mal, ob ich was anhängen kann. Doch, Bergung zieht ab in einer Minute, warte mal. Ich gehe jetzt noch mal eben gucken, ob das geht. Ah, jetzt geht das. Okay, Beute für Bergung anhängen. Ich kann es jetzt an Bord holen. Okay, habe ich. Ah, nice. Jetzt ging's. Okay, vorhin ging es nämlich nicht. Ich will jetzt mal eben wissen, wie, bis das, da sind ja 30 Sekunden, bis das abgeholt ist, ob das jetzt einer noch kapert und uns die Sachen darunter klaut. Das geht ja auch. Mhm. Aber ich glaube, der wird ja ziemlich einen auf die Fresse kriegen hier von allen, oder? Das würde ich auch sagen. Naja, die hängen alle brav dran. Mhm. Das ist ja lustig. Ah, jetzt ist weg. Schwupp. Tschüssi. Aufnahme gesichert. Geil. Nice. Super. Erfolg freigeschaltet. Das Warten hat sich gelohnt. Bergung abgeschlossen von der Pose. WTF. Oder redet einer mit uns? Wie geht das? Das ist ein Franzose. Ich will keinen Franzosen hören. Geh weg. Okay. Ja, Queenie, sollen wir uns einmal hier einmal rausporten dann zu einem Safe Point, hier zu dem Safe House, wo wir vorhin waren? Madison Stand eben? Ja, können wir machen, genau. Okay, machen wir nämlich. Ah, ne, Blitzreisen im Kampf nicht möglich. Okay. Gut, dann werden wir uns einfach hier rausporten, oder? Ja, oder lass uns doch mal die, können wir die nicht verlassen? Weil nicht, dass das alles umsonst war, weißt du, wenn wir jetzt hier nicht gescheit rausgehen. Und die verlassen, wo können wir die denn verlassen? Oh, ich habe ja so keinen Überblick, ey. Unten können wir die verlassen. Straßensperre, aber wir können hier unten nochmal rum. Guck mal eben mit. Oh. Aber das ist cool. Das ist so für zwischendurch, kann man das auf jeden Fall mal machen. Ja. Das können wir auch echt, echt gut mal im Stream machen mit hier so ein bisschen Community. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Jetzt bin ich hier oben hingerannt. Ich doof, da ist eine Straßensperre. Rennen wir nochmal eben kurz weiter hoch. Da müssen wir auch irgendwie rauskommen. Hoffe ich. Hier an den Seiten ist das ja meist irgendwie. Ich glaube, hier oben können wir dann irgendwie raus.
Oh, fuck. Aha. Oh, nee, ne? Ich glaube, es werden 2 Folgen. Aus 1 macht 2. Oder eine sehr lange Folge. Okay, ja, das wird wahrscheinlich eine sehr lange Folge werden. Ja, sie haben ein Geschütz. Aber das ist leider kaputt. Oh, Rübchen. Achso, ich dachte, du bist davor. Okay. Sag jetzt aus, als wärst du beide indirekt. Okay. Ich gehe hier nochmal weiter rum. Ja. Weil ich ganz gerne gucken wollen würde, ob... nee, wir laufen jetzt in die falsche Richtung. Hier hinten ist die Straßensperre. Ich markiere die mal eben. So. Da müssen wir hier rum. Sorry. Ich habe uns gerade in die falsche Richtung geführt. Haben wir noch ein paar XP mitgenommen? Jo, ich hoffe, wir kommen durch die Straßensperre durch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da durchkommen können. Ach, man muss die Bergung beantragen. Wie macht man das denn? Das weiß ich nicht genau. Der hat ihr irgendwie eine Dingens hochgeschossen, ein Signal. Ja. Fackel. Könnt ihr uns das mal in die Kommentare schreiben, wie man das macht, meine Lieben? Das wäre fantastisch. Fantastisch. Genau, hier dann einmal rum. Und hier hinten ist, wie gesagt, diese Straßensperre. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier durchkommen. Doch, da kommen Doch. Wir durch. Ja, perfekt. Ja, super. Dann gehen wir einmal hier rein. Und dann können wir ja hier im sicheren Bereich können wir eine Pause machen, oder? Hey, genau. Wenn Sie das nicht mitnehmen, genau, sind Sie tot. Super. Hier haben wir noch einen. Kriegen wir jetzt von dem die Sachen? Nee, ne? Nee, die liegen wahrscheinlich in unserem Inventar oder in unserem Lager. Du kannst. Ja, die liegen in unserem Lager. Da hast du die drin. Nice. Da hast du Inventar, Lager und geborgen. Nice. Cool, ne? Nice, 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 nice. Da gucken Schön. Wir mal eben. Meine Weste ist auf jeden Fall besser, die neue. Da geht. Au, oh, die Zähigkeit geht aber krass runter. Fuck. Aber ich kann die modden. Ich modde die jetzt mal. Das mache ich nochmal eben ganz kurz. Guck mir das beim nächsten Mal in Ruhe mal an. Aber das ist schon echt krass, wie das hier abgeht, ey. Hammer. Echt. Nee, den lege ich nicht auch noch an. Dann geht die Zähigkeit noch mehr runter. Alles klar. So. Hey. Meine Liebe, das war unser erster Blick in die Dark Zone. Fand ich ziemlich cool und ich freue mich auf Dienstag, wenn Feiertag ist und wenn wir da mal eine richtig ausgiebige Division Session machen können. Jawohl. Und wie gesagt, ihr müsst noch ein kleines bisschen warten. Heute ist Freitag, wo die Folge kommt und ja, die nächste Division-Folge kommt dann halt ab nächster Woche, dann wahrscheinlich dienstags, vielleicht Mittwoch sogar, dann haben wir abends noch die Möglichkeit, das zu rendern. Und dann wird halt da dementsprechend weiter neuer Content kommen. Yes. Yeah. Cool. Genau. Ja, meine Lieben, das war, wie gesagt, der Ausflug in die Dark Zone. Hat super viel Spaß gemacht. Das machen wir auf jeden Fall öfter noch. Und das macht bestimmt voll Gaudi, wenn man das zu super vielen Leuten macht, zusammen.
Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Schreibt mal in die Kommentare, wie es gefallen hat. Gerne auch noch mehr Tipps für die Dark Zone irgendwie, wenn wir jetzt was total nicht gepeilt haben. Super wäre, wie ich so eine Rakete abschieße, um eine Bergung zu beantragen oder so. Ganz genau. Und es gibt ja in der Dark Zone verschiedene Abholbereiche, die wir dann immer anpeilen können. Es gibt zum Beispiel 3 verschiedene. Und dann gibt es Wahrzeichen, die wir irgendwie besuchen können. Da kriegen wir wohl auch irgendwie was für. Wahrzeichen, automatische Spielersuche benutzen, sich, okay. Da kannst du dann Spieler suchen und, um sich zusammenzuschließen. Jo. Ja. Hey. Ich bin echt weiterhin gespannt. Das war richtig cool. Und es macht uns Bock. Und wir werden hier in der Dark Zone auf jeden Fall weitermachen. Aber ich erschieße gleich den Dark Zone-Händler. Das ist eine blöde Rotzkuh. Die nervt mich, weil die nur Scheiß redet. Ach so, bei mir labert der gar nicht. Die ist sehr unfreundlich. Okay, alles klar. Dann haut er doch mal eine rein. Ja, ich versuch's ja. Also es geht nicht. Ach so, ja, du kannst hier keine Waffen benutzen, ne? Kann ich anstatt reden schimpfen machen? Guck mich nicht so an. Okay, meine Lieben, also wir würden sagen, das war jetzt eine 41-minütige Folge. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis nächste Tage. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.